Ich begrüße Katharina Barley, ehemals Bundesministerin und jetzt Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Da Frau Barley. Schön, Sie wiederzusehen, Herr Lamy. Wo sind Sie gerade? Ich bin in den Niederlanden. Wir sind ja eine Patchwork-Familie mit Kindern in verschiedenen Ländern, was es für uns gerade sehr schwierig macht. Wir wollen zusammen sein und gleichzeitig unsere Kinder sehen, das macht es nicht leicht. Und Sie haben eine schön gestreifte Tapete hinter sich. Die habe ich selbst tapeziert, ob Sie es glauben oder nicht. Sie haben die Tapete Die tapeziert. habe ich höchst selbst und ziemlich alleine. Ich bin hier fürs Handwerk zuständig in diesem Haus. Faltenfrei ist Ihnen gelungen. Absolut. Aber Ja. erst im zweiten Anlauf, ehrlich gesagt. Wir haben erst mal so eine ganz exklusive gekauft. Die war aber auch für Profis zum Anbringen gedacht. Naja, bei einer ehemaligen Bundesjustizministerin fällt mir als erstes Gefängnis ein, wenn ich mir die Tapete anschaue, aber das nur nebenbei. Boah, es ist die einzige gestreifte Wand im ganzen Haus, aber ich finde, sie macht sich ganz gut als Hintergrund. Ein bisschen Leben in der Bude. Sagen Sie, während der Corona-Krise, können Sie mir Ihren aktuellen Gemütszustand beschreiben? Wechselnd, aber eigentlich finde ich, das läuft relativ gut bei uns. Und Mit uns ich finde meinen Sie es. jetzt Ihre Patchwork-Familie, oder? Nee, ich meinte jetzt mit uns Abgeordneten Parlamentsarbeit. Gut. Es wirft einen so ein bisschen wieder auf sich selbst zurück. Das finde ich sehr wohltuend. Die eigene Unentbehrlichkeit wird in Frage gestellt. Und ob das wirklich alles so sein muss, wie wir das in unserem Alltag machen, dieses Nonstop, eins am anderen getaktet. Jetzt habe ich auch manchmal 7 Stunden Videokonferenz am Tag, aber es ist anders vom Erleben. Sie haben sich vorher ernsthaft Gedanken über Ihre eigene Unentbehrlichkeit gemacht? Ja, zum Glück nicht. Also ein alter Freund hat mir immer gesagt, der Friedhof ist voll von Unentbehrlichen. Aber man gerät da, also nein, Mann nicht. Ich geriet da schon in so ein Hamsterrad. Ich arbeite halt wirklich sehr gern. Ich interessiere mich für sehr viele Sachen. Und gerade im Justizministerium, das ist ja meine Leidenschaft. Da wollte ich dann immer doch noch ein bisschen mehr wissen und so. Und dann, ja, wird so ein Tag ganz schön voll. Ich habe es eben gesagt, Sie sind eine von mehreren Vizepräsidentinnen des Europäischen Parlaments. Können Sie mir denn etwas über den Gemütszustand der Abgeordneten des Europäischen Parlaments erzählen? Ja, wir sind schon ziemlich durcheinander gewirbelt, muss man sagen. Ein Parlament ist ja dazu da, vor Ort zu tagen. Und bei uns ist das eh schon immer ziemlich schwierig durch die weiten Anreisewege. Und es gibt durchaus auch Leute, die jetzt diese Diskussion ja ein bisschen befeuern, ob man nicht vielleicht dann doch auch mittelfristig in so eine Richtung gehen könnte, das beizubehalten, dass man auch viel online macht. Andere, die total dagegen halten. Also bei uns ist schon so eine grundsätzliche Diskussion gerade entbrannt. Ansonsten, die allermeisten Abgeordneten halten sich daran, stay at home. Aber wir haben jetzt Plenarsitzungen, da dürfen halt die reden, die anwesend sind. Und dann haben halt die was davon, die sich nicht dran halten, zu Hause zu bleiben. Die kriegen dann auch noch Tagegelder, während die zu Hause arbeiten, keine kriegen. Ich als Vizepräsidentin finde ich, die Anreize sind schlecht, die müssten wir neu justieren, aber das ist ein träger Dampfer, so ein Europäisches Parlament. Naja, aber das hat ja einen Grund. Also da sitzen ja über 700 Abgeordnete zusammen. Es gibt einige tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn man die Warnung in allen europäischen Ländern ernst nimmt, dann ist das eigentlich kein besonders gesunder Zustand. Also, dass darüber diskutiert wird, wie man auch in Krisenzeiten den Parlamentsbetrieb anders organisiert, verstehe ich. Im Deutschen Bundestag, das habe ich gelernt, gibt es zwar eine Notfallplanung für Kriege, aber nicht für Pandemien. Wie ist denn das bei Ihnen? Das ist bei uns ähnlich. Wie gesagt, bei uns ist es eben noch mal eine Runde komplizierter. Von München nach Berlin zu fahren oder von Flensburg, das mag logistisch schwierig sein, aber es ist rechtlich kein Problem. Bei uns ist es jetzt teilweise rechtlich ein Problem. Die Leute dürfen einfach nicht raus in manchen Ländern, gar nicht. Spanien zum Beispiel. Und dann gibt es welche, die sagen, naja, dann kommen halt die ins Parlament, die dürfen. Da kriegt man eine totale Unwucht rein von Landsmannschaften, von Fraktionen. Das ist bei uns alles nochmal potenziert, die Schwierigkeit. Wenn man sich
die Strategien anschaut, wie in der Europäischen Union mit dieser Krise umgegangen wird, dann fällt ja auf, dass nahezu alle Länder jeweils eigene Strategien verfolgen. Also eine gemeinsame europäische Strategie kann ich jedenfalls noch nicht erkennen. Und die meisten Länder schotten sich ja auch vor ihren Nachbarn ab. Also Deutschland als ein Beispiel, aber Italien, Spanien, Frankreich, alle schotten sich gegeneinander ab. Glauben Sie eigentlich, dass Europa aus dieser Krise also macht das Sinn aus Ihrer Sicht, dass jedes Land sich abschottet? Ist das unter gesundheitlichen Gesichtspunkten nachvollziehbar? Oder fehlt da nicht doch eine gemeinsame Strategie der Europäischen Kommission und auch des Europäischen Parlaments? Sind Sie also auf Deutsch gesagt nicht wirklich handlungsfähig in dieser Krise? Also ich bin keine Virologin, ich kann das jetzt nicht aus medizinischer Sicht beurteilen, aber aus politischer Sicht würde ich sagen, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber die Frage ist eben, wem kann man das vorwerfen? Denn es ist nun mal so, dass gerade in gesundheitspolitischer, aber auch in insgesamt sozialrechtlichen Fragen, bei Bildungsfragen, auch bei den Grenzregimen, ja die Europäische Union keine Zuständigkeit hat. Oder ganz wenige nur. Und das ist eben der Webfehler. Und wir hatten auch keine Vorkehrungen für solche Fälle. Für mich ist die Frage, wie kommen wir da raus? Wie wollen wir da rauskommen? Also wollen wir uns die Frage stellen, welches Europa wünschen wir uns denn? Also was wollen wir denn, was Europa in so einer Situation tut? Und dann auch Europa so ausstatten, von den Zuständigkeiten, von den Strukturen, von den finanziellen Möglichkeiten? Oder wollen wir, was natürlich andere tun, die Europäische Union schwächen, indem wir sagen, guckt mal, die kann ja eigentlich gar nichts. Also das ist schon unsere eigene Entscheidung, in welche Richtung wir jetzt gehen. So wie es jetzt ist, finde ich, ist es jedenfalls nicht richtig. Es ist ja auch kein Zustand, den irgendjemand gerne hat, unterstelle ich. Und klar, Sie sind keine Virologin, ich bin kein Virologe. Dennoch muss man sich ja die Frage stellen, wie man mit dieser extrem gefährlichen Situation umgeht. Also insofern könnte es ja eine Lösung sein, für eine gewisse Phase diesen Rückschritt in Kauf zu nehmen und die Grenzen jeweils wieder hochzufahren, mit dem Ziel, das möglichst schnell wieder abzubauen. Also völlig unvernünftig ist das ja nicht. Also die Frage wird mir natürlich hin und wieder gestellt. Für mich, ich bin ja nun Grenzlandbewohnerin. Ich wohne im Vierländereck, Deutschland, Luxemburg, Belgien, Frankreich In Trier. und in Trier, genau. Und für mich stellt sich dann schon die Frage, wenn ich jetzt Deutschland betrachte, da gibt es bestimmte Regionen, die sehr stark betroffen sind und andere sind es nicht. Ich kann innerhalb von Deutschland weiterhin ungehindert durch die Gegend fahren. Genauso ist es in Frankreich beispielsweise. Wir haben Schwerpunktgegenden. Ich kann aber überhaupt nicht mehr nach Frankreich fahren, obwohl ich quasi nebenan wohne. Ich kann also von Trier aus in den Kreis Heinsberg fahren zum Beispiel. Ich kann aber nicht nach Nordfrankreich fahren, was völlig unbelastet, nicht völlig, aber nicht mehr belastet ist als der meiste Teil von Deutschland auch. Also eigentlich müsste es doch sinnvoller sein, diese nationalen Grenzen mal außen vor zu lassen und zu schauen, wo sind die Regionen, wo wir entweder, ja, wo wir besonders viele Fallzahlen haben und da zu schauen, dass die Leute weniger rein und raus fahren oder auch gar nicht. So ist es ja beispielsweise in China auch gemacht worden. Nun ist das eine andere Art von Regime. Aber es gibt auch in Deutschland Orte beispielsweise, in die man nicht mehr rein und raus soll, jedenfalls nicht ohne triftigen Grund. Das würde mir mehr einleuchten als einen mir manchmal relativ willkürlich anmutenden, ja, ich will gar nicht Aktionismus sagen, aber ich glaube, das kommt schon dazu. Da muss man dann eben auch was tun. Und das können dann auch mal Grenzschließungen sein. Aber das klingt sehr danach, als wenn Sie eine starke, ordnende europäische Hand vermissen in der aktuellen Situation. Vor allen Dingen eine koordinierende. Am Anfang, da muss man auch sagen, hätte die Kommission auch schneller reagieren können, alle an einen Tisch holen, dass man sich besser koordiniert bei den Grenzschließungen oder Grenzkontrollen, aber auch bei der Beschaffung von Material, wenn man schaut, wo sind Kapazitäten frei, wo werden sie benötigt. Das sind doch logischerweise Dinge, die man von der Europäischen Union erwartet. Und das ist eben bisher alles freiwillig. Die Situation in der Europäischen
Union ist im Moment so, dass die Länder des vor allem sehr stark betroffenen Süden Europas, also Italien, Spanien, auch Frankreich, mal wieder nach der Solidarität Europas rufen, aus sehr verständlichen, naheliegenden Gründen. Die Solidarität aber jetzt nicht von allen in dem Maße gegeben oder signalisiert wird, wie die Länder des Südens das gerne hätten. Das erinnert ja an Situationen, die gar nicht so lange her sind, also die Finanzkrise 2008, die Eurokrise 2015, die Flüchtlingskrise 2015, und viele von diesen Konflikten sind ja bis heute nicht wirklich gelöst. Glauben Sie eigentlich, dass Europa aus dieser Krise gestärkt hervorgeht oder noch geschwächter als bislang? Das wird sich jetzt erweisen. Wir haben ja noch nicht alle Entscheidungen in dieser Hinsicht getroffen. Erstmal muss man sagen, so unsolidarisch ist Europa gar nicht. Also Deutschland und Frankreich beispielsweise haben mehr Material, medizinisches Material nach Italien gespendet als China. China ist natürlich gerade unterwegs, genau wie Russland, sehr stark zu propagieren, was sie alles tun. Da tun diese zwei Mitgliedstaaten alleine mehr. Deutschland, aber auch andere Länder nehmen Patienten aus Italien, aus Frankreich, aus Spanien auf. Also es passiert schon was. Worauf Sie anspielen, ist ja vor allen Dingen die finanzielle Solidarität, die im Moment diskutiert wird. Und da muss man sagen, das ist jetzt ein anderer Fall als in der Finanzkrise. Weil dafür können jetzt die Länder wirklich nichts. Nicht nur das, meine These ist, dass Italien und Spanien so viel stärker betroffen sind, hat was mit den Auswirkungen der Finanzkrise und der Austeritätspolitik danach zu tun. Im Gesundheitswesen wurde massiv gespart und die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen ist immer noch riesig hoch, 40, 50%. Die wohnen viel enger beieinander, die wohnen immer noch im Familienverband, weil sie sich was anderes auch nicht leisten können. Und die Ansteckungswege zwischen Jungen und Alten sind viel kürzer als bei uns. Deswegen müssen wir daraus lernen und wir brauchen eine Solidarität. Über die Instrumente kann man dann streiten. Teilen Sie denn die Prognose, nach der Gesundheitskrise folgt eine ungeheure Wirtschaftskrise und eine noch viel größere Finanzkrise und dann eine entsprechende Schuldenkrise? Das ist noch nicht ausgemacht. Wir wissen alle noch nicht, wie lange das dauern wird. Wenn wir die richtigen Maßnahmen treffen und wir, gerade wir Deutschen, wissen ja, wie das geht, wir haben es ja in der Finanzkrise richtig gemacht. Dann muss das nicht passieren. Und auf europäischer Ebene werden diese Hilfsprogramme jetzt auch aufgelegt. Kurzarbeitergeld zum Beispiel nach deutschem Vorbild für andere europäische Staaten auch. Eine einheitliche europäische Arbeitslosenversicherung, also Arbeitslosenrückversicherung, um die nationalen Versicherungen abzusichern. All das wird ja jetzt gerade gemacht. Wir können das gut schaffen. Ich wünsche mir eher, dass es vielleicht ein generelles Überdenken gibt, wie wir leben wollen. Ich glaube, was ich eingangs sagte, jeder wird auf sich zurückgeworfen gerade. Und wir erleben, wie wir den Kontrast, also ich glaube, die meisten Menschen haben jetzt Zeit, darüber nachzudenken, wie ihr Alltag so aussieht und auch vielleicht darüber nachzudenken, was sie künftig anders machen wollen. Die vielen Menschen, die jetzt zum ersten Mal ihre Kinder sehen, bevor sie ins Bett gehen und sich mal mit ihnen beschäftigen und erkennen, wer die eigentlich sind. Beziehungen, die nicht mehr funktionieren, die gewalttätig sind, das wird jetzt auch unter dem Brennglas sein. Aber eben auch gesellschaftlich. Wollen wir wirklich immer dem Geld nachjagen, immer derjenige ist der Größte, der das dickste Auto hat? Oder haben wir nicht eigentlich auch noch andere Werte im Leben? Also das ist schon eine Zeit, glaube ich, auch zum Neuaufsetzen auch unseres gesellschaftlichen Konsens vielleicht. Sie haben eben so ganz nebenbei einen schönen Satz gesagt: Wir können das gut schaffen. Ne? Dann klingelt sofort, Klingelt ja. sofort. Ist Ja, gar nicht so klingelt lange sofort. Habe her. ich gar nicht gemerkt, ja, das war nicht bewusst. Aber Aber das Sie ist wissen, natürlich dass so. einem so ein Satz dann auch jahrelang wie so ein Mühlstein um den Hals hängen kann. Also Ich nicht glaube Ihnen, aber eher als jemand anders. Bundeskanzlerin, als EU-Vizepräsidentin, ja. Aber ich bin davon wirklich überzeugt. Denn, wie gesagt, in Deutschland haben wir das gut hingekriegt nach der Finanzkrise, in der Finanzkrise. Wir müssen nur jetzt nicht den gleichen Fehler machen wie damals. Damals haben wir in Deutschland was gemacht und den anderen Ländern, die ärmer waren, das krasse Gegenteil davon aufgedrückt. Das darf nicht nochmal passieren. Machen Sie sich Sorgen um den Fortbestand des Euro?
Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich mache mir eher Sorgen um die aufkeimenden Nationalismen. Das macht mir viel mehr Sorgen als der Euro. Wo sehen Sie die? Vor allen Dingen in den Ländern, die eh schon die üblichen Verdächtigen sind, was Polen und Ungarn gerade machen, die Regierungen dort, das spottet jeder Beschreibung. In Ungarn ist das Parlament jetzt gerade komplett entmachtet. Aus eigener Kraft haben die nichts mehr zu sagen, bis Orban ihnen sozusagen netterweise wieder Macht zurückgibt. In Polen werden gerade Gesetze durchgezogen, die sie sonst nie durchkriegen würden, zum Beispiel zum Thema Schwangerschaftsabbruch, aber vor allen Dingen natürlich beim Wahlrecht. Da soll jetzt der PiS-Amtsinhaber einen ungestörten Wahlkampf alleine führen können, weil sonst niemand irgendwo zu sehen sein wird. Dafür haben sie verfassungswidrig das Wahlrecht geändert. Hat mit europäischen Werten wirklich gar nichts mehr zu tun. Naja, vielleicht muss man ja gar nicht so weit ins europäische Ausland schauen. Wir können ja auch nach Deutschland schauen. Seit 2014 plus minus gibt es die AfD, es gibt Pegida und einige, ich auch, habe gesagt, das ist vielleicht zu ertragen, was das gesamte Land betrifft, solange die Arbeitslosigkeit niedrig ist und die Wirtschaft einigermaßen brummt. Aber wehe uns Gott, das wird mal anders und wir leben eine Wirtschaftskrise und hohe Arbeitslosigkeit, das ist ja jetzt überhaupt nicht mehr auszuschließen. Das ist nicht auszuschließen, aber im Moment erleben wir ja das genaue Im Gegenteil. Wir Moment. erleben eine Krisensituation, wo gefragt ist, dass Entscheidungen getroffen werden, dass man handelt. Und die AfD spielt überhaupt keine Rolle in dieser öffentlichen Diskussion. Und sie schmieren auch ab in den Umfragen. Deshalb aber auch die Frage nach den folgenden Krisen. Wirtschaftskrise, Finanzkrise. Also ich schaue jetzt mal über das Jahr 2020 hinaus. Ja, wie gesagt, das ist ja überhaupt nicht ausgemacht, dass es so kommt. Und ich habe Vertrauen in unsere Bevölkerung, dass die sehen, wer am Ende nur Schaum schlägt und wer, wenn sie wirklich das Bedürfnis haben, jetzt muss politisch was geschehen, jetzt muss jemand handeln, dass sie dann sehen, wer das kann und wer nicht. Denn das zeigt sich jetzt, protestieren können die wunderbar und alles madig machen, aber sie haben eben echt keine Konzepte. Und ich glaube, sollten wir in eine schwierige Situation kommen, dann erwarten die Menschen Konzepte. Und ich hoffe, dass es dann wirklich anders ausgeht. Mal kurz Ich hoffe erstmal, dass es nicht dazu kommt. Also das natürlich sowieso. nochmal kurz zu dem Vergleich, aktuelle Situation und die Finanzkrise 2008, 2009. Damals war ja viel von dem systemrelevanten Finanzsektor die Rede. Muss man diesen Begriff systemrelevant heute völlig anders definieren? Absolut. Das tun auch viele. Es ist natürlich kein besonders anheimelnder Begriff, sag ich mal. Und die Menschen, die da jetzt mit gemeint sind, mit denen verbindet man eigentlich andere Worte. Aber ja, man sieht jetzt, wenn es wirklich ans Existenzielle geht, wer ist dann wichtig? Und das fand ich sehr schön, dass Angela Merkel das hervorgehoben hat in ihrer Ansprache. Ich fand es wunderschön bei der Queen. Das habe ich mir auch angeschaut als halbe Britin. Aber dass es generell jetzt Wertschätzung gibt für die Pflegekräfte, für die Menschen, die unseren Müll auch jetzt noch mitnehmen, für diejenigen, die im Supermarkt an der Kasse stehen oder die Regale füllen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber es zeigt sich noch was anderes. Die Banken sind gerettet worden und jetzt werden sie gefragt bei der Rettung des gesamten Systems. Und sie tun es nicht. Wir haben viele Programme aufgelegt in Deutschland, wo der Staat für 90% der Kredite an Selbstständige bürgt. Nur 10% ist das Risiko der Bank. Und wir haben gesehen, die Banken ma machen das nicht. Sie geben die Kredite nicht raus, weil sie 10% Risiko tragen müssen. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich wirklich sage, das dürfen wir auch nicht nochmal zulassen. Also wenn wir Banken retten mit Steuergeldern, dann muss damit auch in irgendeiner Weise verbunden sein, dass die dann auch systemrelevant handeln, wenn sie dann gefragt sind, das System am Laufen zu halten. Frau Barley, zum Schluss noch drei, vier kurze persönliche Fragen. Was vermissen Sie im Moment am meisten? Meine Kinder, ich habe sie leider alle nicht an einem Fleck und ich kann nur maximal eins gleichzeitig sehen. Meine Eltern natürlich und mit Freunden zusammen zu sein. Haben Sie irgendwas gelernt in der Krise?
Ja, ich werde sicherlich meinen Arbeitsalltag anders angehen nach dieser Krise. Nämlich wie? Stärker schauen, was wirklich wichtig ist und da mehr Kraft reinsetzen und dafür das Überflüssige besser weglassen. Können Sie es noch ein bisschen konkreter formulieren? Also ein Beispiel? Na, im Europäischen Parlament ist der Tag noch enger getaktet als in Berlin. In Berlin war eigentlich das Minimum eine Stunde. Hier sind Halbstunden Gespräche an der Tagesordnung, jedenfalls bei mir. Und ich empfinde das als ausgesprochen unbefriedigend. Und ich würde zum Beispiel jetzt gerne sagen, ich gucke mir wirklich an, bringt das meinem Gesprächspartner was, bringt das mir was? Und wenn ich beides nur mit vielleicht beantworte, es ist einfach höflich, sich zu treffen oder so, dann würde ich sagen, dann streiche ich die eine halbe Stunde und verbringe lieber eine Stunde mit Gesprächspartnern, die wirklich wichtig sind. Dann freue ich mich, dass wir jetzt über Skype miteinander sprechen. Aber noch nicht mal eine Stunde. Nee, genau, aber Bisher. es kann sich ja noch ändern. Können Sie der Krise irgendeinen positiven Aspekt abgewinnen? Ich habe noch nie so viel Zeit mit dem Mann verbracht, den ich liebe. Wir sind auch noch nicht so lange ein Paar. Jetzt haben wir gerade eben gesagt, fast 4 Wochen am Stück zusammen und es ist einfach wundervoll. Das ist der Basketballtrainer. Genau, der sie herzlich grüßen lässt. Sie sind sich mal begegnet, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Und Ich er erinnere sagte, mich. das ist der Mann, der Jazz so mag. Den musst du grüßen. Dann Grüße zurück. Und er kocht auch noch so fantastisch. Ich habe auch mich lange nicht mehr so gut ernährt wie in diesen 4 Wochen. Aber wenn Sie weiter so reden, habe ich das Gefühl, es ist eigentlich gar nicht so schlecht für Sie, die Krise. Also es gibt Sachen beruflich, die jetzt auf Halde liegen, die sehr schwer zu bearbeiten sind. Große Dossiers, wo man mit vielen Leuten eigentlich am besten zusammensitzt und gemeinsam an etwas arbeitet. Das geht mit einem Webinar, aber es ist nicht dasselbe. Die Begegnung mit Menschen ist durch nichts zu ersetzen. Aber ich bin sicherlich in einer sehr, sehr privilegierten Situation. Es geht uns gesundheitlich gut, es geht uns finanziell gut und wir lieben einander. Das ist sehr wichtig. Haben Sie Angst? Nein. Frau Barley, vielen Nein. Dank. Ich hoffe, Ihnen geht es gut und Sie bleiben gesund und Ihre Lieben auch. Wir geben uns alle Mühe. Im Moment ist es so und das soll auch so bleiben. Wunderbar. Vielen Dank. Gerne.